Bin Gaga. Lady Mega Gaga. Gaga. Auch ein schönes Thema. Ich krieg grad, diesmal krieg ich jetzt Hunger zuerst, glaube ich. Mimimi. Ist nach deinem Rausch. Keiner macht den Drogen, Marco, ja? Keiner macht den Drogen. Ich hab gut gefrühstückt, Alter. Ich hatte heute Rührei. Ich hatte heute kein Rührei. Na? Hast schon verloren. What the fuck? Ich hab grad ein mega Eisenvorkommen gefunden. Das geht ja noch weiter. Okay. Schneller, schneller, schneller. Gott, ich krieg meine Öfen ja niemals zusammen. Eisenvorkommen mit 22 Eisenohr. Das ist geil. Also wahrscheinlich zwei nebeneinander oder drei oder so. Ja, die waren halt ineinander irgendwie so drei Stück oder vier waren. So wie war dieses Kohlevorkommen noch damals zu 1-3 ja, Zeiten so oder so. Bitteres über 40 Stück oder so waren es, gell? Ja, ich glaube mehr so 48 oder so. Ja. Kann schon durchaus passieren. Crazy. Ich hab weißen Marmor gefunden. Hast du jetzt die Straße endlich gebaut? Nein, ja, mach mal. Berg und Farme. Bau jetzt. Komm schon. Ist lustig. Macht Spaß. Kann ich die nicht zusammenfügen? Ne, toll. Ich will kein Flitze-Willi sein. Du lernst in letzter Zeit viel zu komische Wörter. Die einfach nur verwirrend klingen. Platinblonde. Platinblond. Platinblond, ja, das ist das verwirrendste Wort, was du gelernt hast, glaube ich. Ja. Das macht mich kaputt. Oh, das geht. Ist ja nice. Nicer. Oh, das dauert so lang. Es tut mir leid, dass ihr da zugucken müsst, aber ich habe echt nichts anderes zu tun. So, ich habe auch eigentlich keinen Bock, was anderes zu tun. Nee, weil, ich kann dir mal erzählen, euch hier wieder zeigen und ganz viel belabern. Hier bauen wir die Öfen hin. Nein, hier und hier so. Wenn sie so leicht verschoben sind. Hier noch irgendeine Konstruktion. Und dann irgendwie regt es hier auf, wenn man so laggy rumrennt. Na egal. Kann ich hier mal zum Brennen hingehen. Da rein. Da ist dann der Schmied und hier kann ich noch mehr Brennöfen reinhauen. Aber das sind so die starken. Das ist so der Plan. Das ist dann so der V8 hier. Ne, der V4. Ja, das ist wie A-Team. Was? Ich dachte, irgendwas Unsinnfreies passt schon dazu. Das ist auch gut. Irgendwas Unsinniges, Sinniges, wie auch immer. Ach, ich sag einfach mal was Dummes. Wird schon den Leuten nicht auffallen. Ajo. Fällt denen echt nicht auf. Ich glaube, da hört keiner so richtig zu. Oder die lachen sich die ganze Zeit den Arsch ab. Ich glaube nicht. Ich glaube, die weinen, ja. Dass sie mit uns die Zeit verschwenden. Doing, doing, wow. 360. Warum hab ich die eigentlich abonniert? Könnten auch so Gehirnwäsche machen. Ihr müsst all euren Freunden erzählen, wie toll wir sind. Schneeballprinzip. Ja. Okay. Wir sind cooler als Scientology. Bei uns gibt's Gratis-Punsch. Gratis-Punsch. Ah nein, ich muss ja noch Eisen drum. Oh, die Sonne geht wieder unter. Den gibt's aber nur im Winter. Und für die Älteren gibt's Glühwein. Nein, Punsch mit Schuss. Glühwein können wir uns nicht leisten. Das ist die Studentenvariante. Da war ja noch Zinn, scheiße. Eisen da. Ich hab nicht. Ah, doch, da, zum Glück. Läuft. So. Hip. Oh, ich hab so viel Marmor. Schlafen gehen, Marco, oder du ausloggen. Oh Gott. Ja, du liegst im Bett, dann lag ich mich ab. Ich laufe wieder zu meiner Männer-WG hier. Oh.
Zwei stehen. Okay, ich liege im Bett. Und es ist Tag. Jetzt musste ich gehen. Gehen? Gene sind doch das, was du so von Mama bekommen hast. Meinte ich nicht. Ich wollte gehen. Gehen. Oder Genen. Genen. Ah, Wortspiel. Hier typisch Adam-Baustil. Das stopfen wir mit Dirt aus. Das ist so wie Bauschaum oder so bei mir. Das benutze ich für alles. Dann brauchen wir die Säge, weil ich zersäge ja mit einer Metallsäge Stein. Wo ist die? Meine Säge ist weg. Ah, da. Puh. Kann man mit der Säge auch so live sägen? Nee, das wäre geil. So hingebaute Blöcke zur Säge sehen. Ist es so ein Holzplanken dran und dann springen auf einmal so Sticks raus? Ja, das wär's geil. Hätt schon was? Hey, hier wieder unser Bauschaum. Ja, jetzt ist einmal Pickaxe kaputt gleich. So. Jump ich mal wieder aus der Höhle raus. Nicht schon wieder gehen. Ja, ja. Also nicht, dass hier alles langweilig wäre oder so, aber. Es ist langweilig, gell? Langweilig dich, hä? Magst du Hausaufgaben haben? Kann schon sein. Ah, das sieht geil aus, So, da müssen wir hier noch ein Dach drüber bauen. Oui, oui. Jump. Das machen wir aus Bricks. Wir haben ja Bricks gesammelt. Und die Erweiterung machen wir aus Holz. Ja, aus Holz. Holz. Holz ist immer gut. Weißer Marmor. Gravel. Machen wir den Gravel da rein. Ich hab die Straße immer noch nicht gebaut, ich bin gerade zu faul. Nee, mach die, das ist so cool, das wird dir gefallen. Ich kenn dich. Vertrau mir. Hab ich noch so, oder? Gut, dass ich die Dirt Wall Blöcke so, als Lutscher. Ding. Hä? Ich bin Lutscher. Nein, Marco. No. So, da müssen wir hier so einen dickeren Pfosten hinbauen, damit das ja auch was hält. Soll nicht so wackeliger Schmarrn sein. Und das hier dann. Ey, Gary, ich hab gestern die neue Folge Walking Dead angeschaut. Du musst endlich gucken. Ja, ich weiß. Das ist ganz genial. Ich liebe dich. Könnte ich heute machen. Wenn wir, solange ich runterlade, dann Dings. Oh, dann müssen wir eigentlich in der Nacht gucken. Am Tag ist so Gruselfaktor gleich null. Ja, du hast ja noch gar keine einzige von der neuen Staffel gesehen, oder? Doch. Ich glaube bis zur vierten oder fünften Folge. Oh. Ja, das Runterladen kam jetzt gerade ein bisschen komisch rüber, während ich runterlade. Nicht, dass Marco hier Walking Dead runterlädt. Sondern, können wir es sagen hier in dem Let's Play? Ja, kann man schon verraten. Keine Ahnung, wir wissen es ja noch nicht, ob wir es zocken, aber wir wollten uns Age of Con runterladen. Da wir gesehen haben, dass das Free-to-Play ist. Und wir arme Studenten. Das sind ja arme Studenten, wollen ein bisschen zocken. Vielleicht jetzt playen wir so ein bisschen. Also je nachdem, wie es uns gefällt. Genau. Gucken wir mal. Und dann, wenn wir ein bisschen Bock haben, zocken wir ein bisschen. Nur es ist ein guter Oschi zum Runterladen, muss man sagen. 23 Gigabyte. Ich glaube sogar hey, 25. Wolf, was geht ab? Ich muss mir einen Wolf holen. Oder einen wilden Hund. Wie auch immer. Ich wollte hier wieder so ein rausstehendes Dach machen. Und dann steht das ja hier so raus. Das sieht ja irgendwie behämmert dann aus. Das ist ja nicht so gut. Schlecht.
Ah, da klebe ich Holz von unten dran. polnische Handarbeit hier wieder. Machen wir nicht so? Ne, so. Ja, genau so. Das sieht dann gut aus. Das zersägen wir nochmal hier einfach. Wir machen es ganz dünn. Da fällt es gar nicht auf, dass ich da beschissen habe. Ein komischer Brunnen. Der will nicht geschisselt werden. Achso, das ist, wenn es laggt, das hatte ich vorhin auch. Da hat es zu viel gemacht. Oh, jetzt. So, genau, das sieht man hier gar nicht. So, perfekt. Hä? Chisel mal. Komm schon. Auch so Halterungen und so. Ja, Holz ist ja ein bisschen doof hier oben drauf. Ich kann auch so Bretter. Aber man kann schon viel machen damit. Interessant, interessant. Okay, aber es nimmt ja langsam so Form an. Ich glaube, man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen, wie ich das gerne hier hätte. Hier kann man ja so. Stimmt, ist hier ein bisschen ungenutzt. Ich könnte mal was Schönes hinbauen, so ein, aus den ganzen kleinen Blöcken dann so ein Wagen oder so, oder ich weiß nicht. Ein Pferdestall wollte ich auch noch bauen. Ich habe so viele Häuser zu bauen, Marco, das ist schlimm. Also Adam, dann halt die mal ran. Dann halt die mal ran. Ich springe jetzt schon wieder nur rum, weil ich gerade überlege. Ah ja, ich brauche nichts. Aber ja, wie sieht's mit deinem Hunger aus? Mein Hunger? Ja, das sieht ganz schön schlimm aus. Dann machen wir, glaube ich, mal hier Pause, weil irgendwie weiß ich gerade nicht ganz. Ich muss noch mal da überlegen, wie ich das mache, ob ich die Steine hernehme. Wir machen mal hier eine kleine Pause. Wuhu, essen! Dann kannst du auch Fressi-Fressi machen, genau. Also, sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.